Moin moin liebe Freunde der gepflegten LTE-Verbindung und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier. Ein kleiner Quick-Tipp, der allererste bei unserem Kanal. Und zwar wollen wir euch heute mal zeigen, wie ihr diese Kabelklets schön an den Kabeln festmacht. Denn man kann sie natürlich einfach rumwickeln, aber dann schillern sie hin und her, sind mal vorne, mal hinten, fallen am besten im schlimmsten Fall auch noch ab. Und deshalb wollen wir euch heute mal eine Technik zeigen, wie das sehr gut geht und die auch sehr gut halten. So, hier haben wir jetzt unser Kabel, an welchem wir das Kabelklett festmachen wollen. Und auch unser Kabelklett gibt es bei Thomann in 10er Packungen in verschiedenen Größen, verschiedenen Längen, verschiedenen Breiten. Richtig, richtig cool. Steht halt leider am Ende bei Thomann drauf, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Was ihr euch auf jeden Fall am Anfang immer überlegen solltet, bevor ihr das macht, an welche Seite kommt das Kabelklett? Bei XLR-Kabeln ganz logisch an der männlichen Seite das Kabelklett festmachen, weil die weibliche Seite steckt ja ganz gerne mal im Mikrofon drin. Und wenn dann hier an der weiblichen Seite das Kabelklett rumbamselt, sieht das immer ziemlich kacke aus. Man kann es am Stativ festmachen, aber es sieht immer nicht so schön aus, gerade wenn man das Mikro in der Hand hält. Deshalb immer gerne an der männlichen Seite festmachen. Bei Stromkabeln ist es eigentlich egal. Bei Kaltgerätekabeln mache ich es gerne immer an der Schuko-Seite, weil die Kaltgeräte-Seite ja ganz gerne mal irgendwo in der Lampe steckt, die man dann doch mal sieht. Die Schuko-Seite sieht man eher weniger. Also machen wir es an der Schuko-Seite fest. Jetzt kommen wir dann tatsächlich auch mal dazu, wie man das Kabelklett festmacht. Also, ihr nehmt euch das Kabelklett ganz einfach in die Hand. Wenn ihr eine Kabelmarkierung habt, natürlich das Kabelklett nicht über die Kabelmarkierung machen. Das ist sonst natürlich kontraproduktiv. Dann nehmt ihr das Kabelklett so einmal überkreuzt, ich hoffe, man sieht das jetzt vernünftig, steckt die Seite vom Kabelklett, wo das Klett dran ist, wo jetzt Thomann draufsteht, steckt ihr durch das Kabelklett, durch die Öse durch. Und dann ganz wichtig, von hier so oben, dass ihr die Seite, wo Thomann steht, an der Seite vom Kabel vorbeiführt, auf der ihr das auch quasi reingesteckt habt, das Kabelklett. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig sieht auf der Kamera. Ich glaube schon, dass ihr es nicht quasi einfach einmal im Kreis führt, weil dann kommt ihr nicht mehr raus, sondern dass ihr es andersrum da durchführt. Dann würde ich soweit das Kabel erstmal durchziehen, das Kabelklett, bis ihr quasi das Thomann-Logo überwunden habt. Weil dann kann man besser ziehen. Dann geht ihr einmal ums Kabel rum und kommt dann halt auf der anderen Seite der Öse einfach wieder raus. Und dann müsst ihr halt einfach dafür sorgen, dass das Kabelklett festgemacht wird. Ist immer ein bisschen viel gelinscht. Da muss man immer ein bisschen gucken, dass man das da irgendwie durchkriegt. So. Wie gesagt, nicht über die Kabelmarkierung und dann einfach festziehen. Manchmal ist es ein bisschen störrisch. So. Dann ist es auch tatsächlich fest. Man kann es halt noch ein bisschen hin und her schieben. Also wenn ihr es doch mal an der falschen Seite festgemacht habt vom Stecker, einfach einmal rüberziehen. Aber es kann sich halt von selber nicht mehr lösen. Das ist halt echt schön. Dann rollt ihr euer Kabel ganz normal zusammen. Und dann Kabelklett fest. Alles ist toll. Und euer Kabelklett kann nicht mehr weg, kann nicht mehr ab. Wenn ihr natürlich es gerne habt, dass die Kabel auf Veranstaltungen ohne Kabelklett sind, dann könnt ihr diesen Trick natürlich nicht anwenden. Soll ja auch Menschen geben, die das machen. Sieht natürlich auch schöner aus. Aber dann muss man halt jedes Mal die Kabelklets wieder an- und abmachen. So, hier haben wir unser fertiges Kabel mit dem Kabelklett dran. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt. Das war's hier mit dem ersten kleinen kurzen Quick-Tipp. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Quick-Tipp haben wollt. Die machen wir dann gerne für euch kurz fertig. Schreibt uns gerne noch in die Kommentare, ob euch dieser Quick-Tipp geholfen hat. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, wird uns sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne kostenlos abonnieren und haut uns ein auf die Glocke, ihr wisst Bescheid. Ich bin Robin von den LTE-Lern und ich bin raus. Ciao!